Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei den Kruses. Heute ohne die Lara. Und ihr merkt, ich rede ein bisschen leiser, weil es ist mir ein bisschen unangenehm im Zug hier vor allen Leuten zu reden. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Paderborn. Es ist relativ früh noch. Ja, ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit durch den Tag, wie mein Tagesablauf so beim SC Paderborn im Moment so aussieht. In dem Sinne sehen wir uns gleich. So Leute, wie ihr seht, wir sind jetzt in Bielefeld am Bahnhof angekommen und wir gehen jetzt weiter zum Auto und dann geht's ab nach Paderborn. So, bevor wir losfahren, muss ich natürlich zum Verständnis für euch noch sagen, warum wir in Bielefeld ausgestiegen sind und warum wir nicht mit der Bahn bis nach Paderborn fahren. Das ist ganz einfach, weil die Strecke Paderborn-Bielefeld fährt, glaube ich, nur so eine Regionalbahn oder so, die jede 5 Minuten hält. Das heißt, die fährt ungefähr 55 bis 60 Minuten. Und mit dem Auto nach Bielefeld sind es tatsächlich für mich oder generell nur 30 Minuten. Also es geht mal 5 Minuten länger, mal 5 Minuten kürzer, aber grundsätzlich fahre ich die Hälfte der Zeit nur mit dem Auto. Deswegen lasse ich mein Auto dann einfach immer hier stehen und fahre dann mit der Bahn weiter. Das ist nicht mein Auto tatsächlich. Ich wollte mit dem Auto eigentlich nach Paderborn kommen, habe im Moment aber keins hier. Deswegen habe ich mir das geliehen von jemandem, der gerade im Urlaub ist, ein Freund von mir, der hier in Paderborn lebt. Und der hat mir netterweise das Auto jetzt für die nächste Woche überlassen. Der Unterschied jetzt zweite Liga und erste Liga davor, wie sind die Spieler, wie ist das Verhältnis? Von den Typen her sind in der zweiten Liga mehr Leute, die noch was im Team auch machen. Also umso höher du spielst, umso mehr macht jeder eigentlich so sein Ding und jeder nur was für sich. Das ist jetzt ein komisches Beispiel, aber hier gehen noch zwei, drei zusammen auf die Vasen nachher. Natürlich, das gibt es bei Bayern auch, aber das ist da eher so ein gezwungenes Ding, glaube ich, beziehungsweise so ein Pressetermin. Hier, die kümmert es noch nicht so sehr, weißt du? Die leben noch ihr Leben, auch neben dem Fußball, weil sie auch einfach noch nicht so sehr im Fokus stehen. Ja, wenn du dann in der ersten Liga bist, hast du natürlich noch mal einen ganz anderen Fokus. Die Presse guckt mehr auf dich, du musst ein bisschen mehr aufpassen. Und da liegen eigentlich so die größten Unterschiede. Im Fußballerischen, klar, macht sich das auch bemerkbar. Dafür sind die Mannschaften in der ersten Liga oder die Spieler, die in der ersten Liga spielen, spielen da zurecht. Das heißt, die Qualität ist natürlich in der ersten Liga auch noch mal ein bisschen höher als in der zweiten. Sonst gibt es eigentlich keine großen Unterschiede. Fußball wird auch immer noch mit 11 Leuten gespielt. Tore zählen nicht doppelt. Also von daher dasselbe. 1,29 Euro. Das war klar. Nee, läuft nicht mehr so. Merkst ja. Wir haben nicht mal so einen Premium-Account mehr. Also ich zahle irgendeinen Premium-Account, aber ich weiß nicht für wen. Wir sind jetzt fast in Paderborn angekommen. Wir könnten noch mal nach Hause fahren, aber lohnt sich nicht mehr. Wir fahren jetzt direkt zum Training. 13.45 Uhr, also normaler Trainingstag bei mir, um euch das mal ganz kurz ein bisschen zu erläutern. Wenn wir jetzt einmal Training am Tag haben, ist eigentlich Anfang der Woche nach so einem Wochenende, nach einem freien Wochenende, nach einem freien Tag, haben wir mal Nachmittagstraining. Das heißt heute 14.30 Uhr, da müssen wir 13.45 Uhr vor Ort sein. Dann gibt es Mittagessen für die Leute, die zu Hause noch nichts gegessen haben. Gibt es extra einen Koch, der für uns das Essen vorbereitet. 14, 14.30 müssen wir uns individuell meistens aktivieren im Kraftraum. Und um 14.30 Uhr geht es dann auf den Platz. So, und dann trainieren wir so am Start der Woche wahrscheinlich so bis 16 Uhr. Und danach kann jeder noch für sich was machen im Gym, kann sich ein bisschen erholen, was auch immer, oder kann einfach nach Hause gehen. Das ist jedem selbst überlassen. Den einzigen Tag die Woche, wo es anders ist, ist der zweite Tag nach dem freien Tag, das heißt für mich morgen. Da haben wir nämlich zweimal Training. Einmal auf dem Platz morgens. Und nachmittags nochmal in zwei oder drei Gruppen Krafttraining im Gym. Wir haben, ich will jetzt nicht falsch liegen, dreimal die Woche Videoanalyse. Eine Analyse besteht nur aus Standards, eine Gegneranalyse. Also wenn es eine dritte gibt, dann ist es die Nachbesprechung vom letzten Spiel. So, herzlich willkommen beim SC Paderborn auf dem Trainingsgelände. Wir dürfen leider nicht drinnen filmen. Aber Dominik findet einen Weg außenrum, weil heute ist öffentliches Training. So Leute, wir sind angekommen beim SC Paderborn auf dem Trainingsgelände. Ich muss jetzt rein, mich ein bisschen vorbereiten. Wie ich schon gesagt habe, drinnen dürfen wir leider nicht drehen. Aber ihr seht dann ein paar Bilder gleich vom Training. Mal schauen, ob ich mich gut mache oder nicht. Das werden wir sehen. Das Training ist beendet. Ihr wart live dabei. Wir gehen jetzt gleich mal duschen. Die Jungen müssen noch die ganzen Sachen einräumen und wegtragen.
Wir gehen duschen und dann mal schauen, was wir noch machen gleich. Hier, das ist meine Early Crew. Das sind übrigens die beiden, von denen ich euch vorhin erzählt habe, die einfach noch mal ein bisschen auf die Vasen rumlaufen. Aber natürlich, wenn wir frei haben, ne? Genau. Das kann ja jeder machen, was er will. Ja, ab und zu gehen wir mal ein Eis essen, ne? Ja. Wie war das Training heute? Training war gut, hat Spaß gemacht. Anstrengend. Haben gewonnen, ne? Also, endlich mal wieder gute Laune. Endlich mal wieder gute Laune, endlich mal wieder gewonnen. Das heißt, nächstes Spiel, wieder Vollgas. Gott. In dem Sinne. Ciao, ciao. Macht's gut. So Leute, erste Trainingseinheit für diese Woche beendet. Wie ihr hier vielleicht sehen könnt, das ist direkt mein Abendessen, was mir der nette Tobi gemacht hat. Ketogener Nachtisch, ketogener, ich weiß gar nicht, was es ist, so ein Mousse-Schokolade. Und das Hähnchen mit Käse bebacken und so einer Sahnesoße. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was noch heute abgeht, deswegen fahren wir jetzt erstmal nach Hause und stellen das erstmal in den Kühlschrank. Oh, Schadenfreude ist ja die schönste Freude. Ne? Aber das sind für die Sprinter. Die Sprinter, die müssen noch ein bisschen Kondition bekommen. Die können halt schnell sprinten, aber halt nicht so viel wie ich zum Beispiel. So Leute, Training ist wie gesagt vorbei. Wir sind jetzt gerade wieder zu Hause angekommen. Da habe ich mir gedacht, wenn ihr schon mal da seid, machen wir einfach spontan noch eine kleine Roomtour, damit ihr mal seht, wie ich hier in Paderborn lebe. Also kommt mit rein. Hier haben wir den Eingangsbereich. Ich sag euch schon vorweg, erwartet nicht zu viel. Wir haben eine Dreizimmerwohnung, ganz entspannt. Ist auch noch nicht alles da, noch nicht alle Möbel. Uns fehlen immer noch Sachen. Das heißt, wir haben hier noch ein bisschen Chaos, wie man schon sieht. Hier steht zum Beispiel noch irgendwas. Ich weiß nicht mal, was es ist. Meine Frau hat das bestellt. Lass uns doch gleich mal gucken. Was ist denn das? Ach, das ist unser Wohnzimmer-Esstisch. Den seht ihr gleich. Der ist nämlich auch noch nicht aufgestellt. So, dann haben wir hier im Eingangsbereich gleich unseren Schuhschrank. Ja, die Schuhe sind eigentlich dafür da, um da drin zu stehen. Jetzt stehen sie nicht drin. Hier ein Spiegel. Sehr schön. Aber grundsätzlich, sonst kommt hier vorne eigentlich nichts mehr rein. Hier ist noch ein zweiter Eingang, den benutzen wir aber selber nicht, weil wir unseren Haupteingang haben. Gucken wir mal weiter. Kommen wir nämlich direkt gegenüber ins Badezimmer. Klein und gemütlich mit einem schönen Teppich von Höffner. Eigentlich gehört das ganze Badezimmer meiner Frau. Ich habe hier, glaube ich, immer nur eine Kulturtasche drin stehen und das war es auch schon. Dusche hatten wir am Anfang Probleme, das sieht man hier unten. Haben wir direkt so was reinmachen müssen, weil es ein bisschen übergelaufen ist. So, dann haben wir natürlich noch eine schöne Badewanne. Noch nie benutzt. Also ich nicht, ich weiß gar nicht, ob meine Frau es benutzt hat. Handtuchhalter, perfekt. Weiter geht's. Kommen wir mal zum nächsten Zimmer. Dem Wohnzimmer, meine Lieben. Steht genau noch nichts drin, fast nichts. Also erstmal seht ihr, hier sind unsere drei Zimmer. 2, 3 plus angrenzende Küche. Dazu kommen wir gleich. Hier haben wir unser Prachtstück, unser Wohnzimmer. Wie man aber sieht, ist es noch nicht sehr viel. Wir haben hier ein Sideboard, da ist auch noch nichts drin. Aber damit wir hier ein bisschen was zur Ablage, ja, steht alles noch ein bisschen wild. Guck mal hier, Feger und so, alles einfach auf dem Tisch. Dann haben wir hier unseren Fernsehschrank, da fehlt uns nur noch ein Fernseher. Im Moment, ich komme nach Hause und ich kann nicht mehr Fernsehen gucken. Dann haben wir hier einen Teppich, den haben wir auch von Höffner geholt, tatsächlich. Passt genau runter, ist schön kuschelig. Die Couch haben wir von, ich habe hier wieder nicht alles aufgeräumt, ne, so schön schickimicki. Das haben wir von Home Deluxe, unserem Stadionsponsor tatsächlich. Hier, wie man sieht, auch noch absolute leere, nur Stühle. Wir haben einen Esstisch bestellt, der aber auch noch ungefähr 2-3 Wochen kommt, bis er angeliefert wird. Die Stühle davon sind schon da. Das heißt, hier kommt der Esstisch hin. Da kommt noch ein Sessel hin. Küche klein, aber fein, sage ich immer. Reicht auf jeden Fall, um mir mein Essen zu machen. Hier Mikrowelle in... Ah, nee, Mikrowelle. Was heißt Mikrowelle? Das ist doch hier ein Backofen. Schöner Backofen. Toaster neu gekauft. Ein Maßband. Ich weiß gar nicht mehr, wofür wir das haben. Also ich kriege jetzt im Glück im Moment mein Essen gekocht. Habe ich euch ja eben schon gezeigt. Ketogen. Das mache ich dann einfach hier warm im Backofen. Wenn, dann kocht die Lara. Ich würde lügen, wenn ich sagen könnte, ich könnte kochen. Das war's schon. Kühlschrank, wenn ihr den mal sehen wollt, ist eigentlich nicht so gefüllt. Das ist noch der Nachtisch, den ich nicht gegessen habe. So, dann gehen wir weiter. 2 Räume haben wir ja noch. Ich würde sagen, zuerst gehen wir ins Schlafzimmer. Da kommen wahrscheinlich gleich mehrere Fragen auf. Erstmal sieht man, es ist wirklich ziemlich hellhörig, das heißt ziemlich leer. Wir haben einmal einen Einbauschrank, der genau in die Ecke passt. Links die Laras Hälfte, rechts meine Hälfte. Im Raum steht, ist im Moment noch das Bett, unser Schlafzimmer. Jetzt wahrscheinlich viele, die das gucken, haben sich einige Fragen gestellt. Also, warum habt ihr keine Nachttische? Weil wir noch keine passenden gefunden haben. Man sieht auch, hier ist noch nicht viel drin. So, deswegen noch relativ leer, aber trotzdem ganz gemütlich, wenn es voll ist. Fernseher brauchen wir drin nicht. Wir werden einen Fernseher im Wohnzimmer haben, das völlig genügend. Platz für unseren Staubsauger haben wir auch noch nicht gefunden. Da müssen wir auch noch mal gucken, wo wir den am Ende unterbringen. Aber jetzt kommen wir natürlich zum letzten Zimmer. Und das wird mein Streamingzimmer, Spielezimmer, so mit Gästezimmer vereint. Wir haben hier ein Gästebett.
Ja, das ist noch alles sehr durcheinander. Das Bett steht schon, also es könnte schon jemand drauf schlafen. Laken ist auch drauf, aber alles andere liegt noch ein bisschen rum. Es kann auch so unser Ablagezimmer. Der Tisch ist der einzige, was wir schon haben. Meine Playstation und mein Playstation-Koffer. Hier kommt mein Streaming-Set hin. Max Kruse-Raum, absolut. Genau, ich habe eine goldene Playstation, Leute. Wer es noch nicht gesehen hat, ich hätte das schon mal irgendwann in meinen... Irgendwann habe ich das schon mal gezeigt. Und natürlich auch den passenden goldenen... fragt man sich so, wozu, ne? 6 bis 8.000 hat es schon gekostet, glaube ich. Da denkt man, ja, ihr habt recht, es ist einfach unnötig dumm ausgegebenes Geld. Aber das ist, die habe ich jetzt schon ein paar Jahre. PlayStation 4, 2 Jahre oder was, wie lange ist die auf dem Markt? Ah, PS5 ist das. Aber jetzt habe ich natürlich auch, weil ich spiele viel auch Call of Duty, deswegen muss ich immer mit dem spielen. Ein SCUF-Controller, alle, die von euch zocken, kennen den vielleicht. Das zu der PlayStation. Der Rest, wie gesagt, es wird ein Max-Kruse-Zimmer. Dann, guck mal, hier haben wir an der Wand noch. Das habe ich alles vom Vorgänger übernommen, ne? Vor mir hat der Richmond Touchy hier gewohnt. Das heißt, ich kann hier auch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Ha! Siehste? So, da haben wir hier ein bisschen Farbe drin. Wenn das alles richtig aufgebaut ist, wenn hier alles steht, wird das ein perfektes Streamingzimmer. Jetzt ist es allerdings ein bisschen zu hell. Es wird gleich nicht, dass ich Augenprobleme kriege. Aber wie ihr es schon seht, Leute, es ist noch viel Arbeit vor uns. Wir müssen noch viel tun. Wir müssen noch viel aufbauen. Wir müssen noch viel bekommen. Für mich und die Lara wird das erstmal reichen. Aber ansonsten, mehr haben wir nicht, Leute. Also wir leben ganz entspannt und einfach hier in einer Dreizimmerwohnung. Ich weiß gar nicht, wie groß sie ist. Jetzt zahlen wir in der Miete 1,5, 1,6. Warm. Ist schon ein guter Preis. So, Leute. Drin haben wir alles durch. Jetzt gehen wir noch raus. Und das Erste, was mir natürlich in den Blick fällt, ist die perfekt aufgehängte Wäsche einfach. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es hat natürlich alles ich gemacht. Der Mann im Haus ist für die Wäsche zuständig. Ist hier auf jeden Fall in der Sonne. Kann sehr gut trocken werden. Danach hänge ich es natürlich auch auf, ist ja ganz klar. Und packe es natürlich auch weg. Man sieht hier unseren Garten, unseren kleinen. Hier kommen noch Außenmöbel hin, Tisch, was zum Sitzen. Was soll ich euch noch groß sagen, Leute? Das war's schon von unserer kleinen, gemütlichen Behausung. Von daher würde ich einfach sagen, das war mein Tag in Paderborn, beziehungsweise einer meiner Tage, damit ihr mal einen kleinen Einblick bekommen habt, wie das Leben in Paderborn so ist, was ich den ganzen Tag so mache. Der Rest des Abends wird daraus bestehen, dass ich einfach mein Essen gleich esse. Wir haben ja jetzt schon gleich 18 Uhr entspannt und werde dann noch ein bisschen PlayStation spielen oder was auch immer. Und dann werde ich auch relativ zeitig schlafen gehen, weil morgen zweimal Training auf dem Plan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, wie es war in Paderborn. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Like da, wie immer. Und beim nächsten Video sehen wir hoffentlich auch wieder meine Frau. Also, in dem Sinne, einen schönen Abend euch. Bis bald. Ciao, ciao.